Hallo zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zu My Career Mode mit Ausgabe Nummer 57. Schlag auf Schlag kommen momentan die Episoden. Ich bin selbst überrascht, das habe ich auch schon ein paar Mal denjenigen geantwortet, die sich darüber erfreuen, dass es momentan so viele Videos gibt. Das versuche ich natürlich beizubehalten. Das ist ein gutes Stichwort, denn wir sehen hier in der Conference, wir haben einen minimalen Aufwärtstrend, sind relativ holprig in die Saison gestartet mit 2:2, haben auch angefangen mit Niederlagen. Jetzt allmählich geht es 4:2, sind jetzt wieder in den Playoff-Platzierungen. Klar, es sind erst 6 Spiele rum, aber die ersten Tendenzen muss man natürlich mitnehmen. Liga-Spitzenreiter, auch so ein Thema. Ich und Durant da einsam an der Spitze, knacken beide die 40 oder knabbern an der 40-Punkte-Marke, die wir wahrscheinlich erstmal nicht erreichen werden. Ich sagte es schon in der letzten Episode, das wird allmählich droppen, insbesondere da das Match gegen den amtierenden NBA-Champion ansteht. Ich spreche natürlich von der realen NBA. Hier im virtuellen Bereich sind es die Rockets, die ihren Championship-Titel verteidigen wollen. Und das ist natürlich ein nettes Matchup, das wir uns nicht entgehen lassen wollen. Mal schauen, wo uns die Reise hinführt. 4:3, also der Punktestand. David Lee wird direkt mal gedoppelt. Ich bin allein unterwegs und lasse es sofort zu Anfang mal krachen mit diesem Clutch-Reverse-Dunk. Komm da schön hineingesprintet, Hangtime und so, es kracht also zum ersten Mal. Das waren auch die ersten Punkte für mich. Hier gibt es einen Pull-Up-Jay nach dem Step-Back und dann wieder der Crossover. Konnten so das Ganze auf einen Punkt reduzieren, aber im Verlauf des ersten Viertels konnten sich die Warriors eine 7-Punkte-Führung herausspielen. Mal noch 5 Minuten lautet also der Punktestand 20:15 durch diesen Fader, also 2 Punkte wieder gut gemacht. Habe jetzt insgesamt 8 Punkte auf dem Konto. Es gibt diesen schönen Pass nach dem Floppy, auch ein regulärer Spielzug, aber Harden baut diesmal diesen schönen Pumpfake rein und beweist dann richtig Hangtime und Akrobatik in der Luft und wir nehmen die nächsten beiden Punkte mit. Allerdings sprach das erste Viertel eine klare Sprache, also die Strukturen verliefen zugunsten des Gastes, der immer wieder übers Shooting kam, also der Jay die große Waffe. Wir sehen es am Punktestand 32:24, sind derweil auf dem Fastbreak unterwegs. Und da lasse ich es zum zweiten Mal im Spiel krachen nach diesem Behind-the-Back-Move. Nehme natürlich da den Screen mit und es scheppert gewaltig. Aber bei noch einer Minute vor der Halbzeit kann man es hier einmal mehr deutlich am Punktestand erkennen. 54:43, wir wurden nach Belieben dominiert, das muss man einfach so hinnehmen und so sieht es zur Halbzeit nicht so gut aus. Yo, he better, cause I'm about to pop a blood vessel up in here. I can't stand losing like this. Yo, if he needs any suggestions of what he can change, he can come to me, cause I've been keeping the list all half. It's about 5 pages long at this point. Hanged up, young man. Kevin, this league is not easy on the young ones. Oh, das klang nicht wirklich erfreut, eher böswillig, will man fast behaupten, denn meine Wenigkeit war bis hierhin die einzige Personalie der Rockets, die ein bisschen Widerstand leistete, sich aufopferte. Hier auf dem Fast Break gibt es die nächsten Punkte über den Eurostep. Es waren knapp 20 zur Halbzeit über den besagten Fast Break. Jetzt 21, dann dieser Bullet Pass aus dem Double Team heraus und James Harden dann mit dem Dreier behind the arc, aber es brachte einfach bis hierhin überhaupt nichts. 65:53, man lief einer Double-Digit-Führung seitens der Warriors hinterher. Ihr Post-Curry weiß nicht, wie ihm geschieht.
nichts richtig. Schöne Fußarbeit, der Spin komplettiert das Ganze, aber bei noch knapp 6 Minuten im dritten Viertel. 71 zu 59 hatte schon 25 Punkte bis hierhin erzielt und einmal mehr hat Steph hier das Nachsehen. Der Fake sitzt perfekt, der gegnerische PG fällt auf das ganze Manöver herein, so kann ich die nächsten Punkte markieren und jetzt wurden sogar freiwillig Spielzüge über mich gestartet. Es führte alles über meine Personalie, die Offense lief also über mich. Ich machte meinen Job, aber insgesamt in der Defense hatten wir als Kollektiv den Warriors nichts entgegenzusetzen. So hatte es das ganze Spiel schon den Anschein. 79-69 kommen wir über die Baseline rein. Flugstunde, die dritte, diesmal ohne Traffic, die Screens sitzen einwandfrei, kann abheben, kann mich dabei umgucken, kann die Aussicht genießen und ich kann es krachen lassen. Hier ist Cannon in der Ecke, der in der Rotation nicht mehr so viele Minuten sah. Hier macht er seinen Job als Spot-Up-Shooter, aber das ist wirklich erstaunlich, wie konstant der Punktestand in der Differenz blieb. 85-74, Floater-Time, der erste überhaupt. Ziehe mich da nochmal zurück, um den Angriff neu zu koordinieren. Crossover, genug Raum, um den Runner zu platzieren. 35 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 69%. Die Wurfquote, Ariza mit eingeklemmtem Rückennerv immer noch. Ich kann es selbst eigentlich gar nicht mehr hören, aber hier trifft er und bringt uns vermutlich einen Schritt näher auf die Aufholjagd, die so nie einsetzte. 98-83 und genau, es gab noch keinen Alley-Oop-Spielzug und hier fliegt T. Jones nach einem Pick-and-Roll in die Zone hinein, überwuchert Klay Thompson, der dann noch versucht, den Pass wegzutippen. Funktionierte nicht und allmählich verlor man so den Glauben an das ganze Unterfangen. Hier, auch wenn die Screens über die rechte Seite wieder perfekt passen. Diesmal kracht es aber nicht. Der Softe Layup beschert mir da die nächsten Punkte. Klopft jetzt tatsächlich an der 40-Punkte-Marke an. Bogut hier nach dem Pick-and-Roll mit dem Versuch. Ich schnapp mir den nächsten Defensiv-Rebound. Bounce-Pass auf Harden, der mit Kontakt nimmt ihn auf, ganz geschickt, wie in echt. Das kann er wie kein zweiter. Richtig, richtig ekelhaft macht er das immer. Und wenn er das dann gegen ein Team macht, auf das man wettet oder mit dem man sympathisiert, dann kriegt man schon leichte Hassgefühle gegenüber James Harden. Hier macht er es wunderbar, aber seien wir ehrlich, der Zug war abgefahren. Über das ganze Spiel hinweg, die Warriors einfach nur brutal, konstant, einfach nur gut und einfach nur besser in diesem Match. 112-99, schaffe es tatsächlich, die 40-Punkte-Marke zu knacken. 41 jetzt insgesamt. Das Spiel neigte sich mit jeder Sekunde weiter dem Ende zu. Noch knapp eine Minute. Es kommen die Screens über die rechte Seite. Gehe aber links lang. Trotzdem rollt Persons ab. Wird bedient mit diesem Behind the Back Pass, der als Bodenpass daherkommt. Und ja, da ist es, das Unvermeidliche, die absolut verdiente Niederlage gegen die Golden State Warriors, die hier ein grandioses Spiel machten. Und bei uns gab es nur zwei Akteure, die sich da versucht haben zu wehren. Bis zur Halbzeit war es nur meine Wenigkeit, aber Harden gesellte sich auch noch dazu. Aber Curry und Thompson plus Lee und Iggy einfach zu stark am heutigen Tag.